私はウイロを名古屋から持ってきました。あや、何ですか、何ですか、何ですか、ダッシュスクール、ダッシュスクール、ダッシュセアゴ、セアレカ、セアゴ。はい、皆さんこんにちは、レナです。今日は両親と一緒に動画を撮りたいと思います。なぜかというと、私はウイロを名古屋から持ってきました。皆さんが知ってるかわからないんですけど、名古屋はウイロがとっても有名です。2つの会社から今日はウイロを持ってきました。1つはこういった伝統的な味がついてないようなウイロになります。もう1つは名古屋で作ってるこういった可愛らしい形の一口のウイロ、違う味を持ってきて今日ちょっと食べてみて反応を見たいと思います。私もこれ最近見つけたばかりで、めっちゃめっちゃ美味しいです。めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。はい、やりましょう。 OK, dann erzähle ich euch jetzt erstmal, was ich euch hier mitgebracht habe. Ja. Das hier ist Uiro, U-I-R-O. Mhm. Und das ist eine traditionelle Süßigkeit, die man in Nagoya findet, aber auch in anderen Teilen von Japans. Mhm. Und die wird aus Reismehl hergestellt, Wasser und Zucker. Mhm. Und dann wird das gedämpft. Mhm. So, das ist so ein bisschen so, so eine gummimäßige Konsistenz kriegt. Mhm. Und das, was ich hier habe, das ist so ein bisschen so, wie das traditionell eigentlich aussieht. Also hier so als, das wird im Block quasi hergestellt. Und früher wurde es auch nur im Block verkauft. Wie ihr sehen könnt, die sind hier vorgeschnitten, sodass man die nicht mehr selber schneiden muss. Mhm. Was super ist, weil wenn du sie nämlich normal als Block kaufst, dann musst du es zu Hause selber schneiden. Und dann ist es auch nicht so gut als Geschenk für Leute. Mhm. Und deswegen eben jetzt hier so vorgeschnitten. Mhm. Auch in diesem Laden hier, der Laden heißt Osu Uido, da gibt es 5 verschiedene Geschmacksrichtungen. Das hier ist jetzt die Standardgeschmacksrichtung, also wirklich nur Zucker, keine anderen Geschmacksstoffe hinzugefügt. Und ich stelle mich gerade so ein bisschen durch. Das nach ein bisschen ein Messer. Soll ich das japanische Messer holen? Aber wenn das nach nichts schmeckt, was schmeckt nach was? Papa mit dem Messer. Ja. Mit der Gabel geht das auch. Oder du kannst es einfach hochnehmen und einmal abbeißen. Riecht nach Reis. Ist auch Reis. Ist Reis. Ja, es ist aber halt sehr, sehr wenig süß. Genau. Es füllt den Magen gut. Es ist sehr zart und es löst sich gut auf. Aber ich weiß nicht, wann isst man das, wenn man Hunger hat oder wenn man... Naja, ja, so am Nachmittag zusammen mit einer Tasse Tee. Okay. Schmeckt aber nicht nach viel. Ich finde, es hat so ein bisschen was von Grießbrei. Ja. Ja, oder Reisbrei. Oder genau, oder Milchreis. Ja, jo. Aber ganz dezent. Also jo. Milchreis ist halt viel intensiver. Halt du musst noch ganz viel probieren, ja, ja. Schatz. Was ich noch machen wollte, ist das Aufwärmen. Also wir haben letzten Monat, das war auch der Grund, warum ich das mitgebracht habe, die Ellie und ich für unser Fernsehprogramm in Nagoya, haben wir eben eine Episode über Uiro gemacht. Und da waren wir dann eben bei diesem Laden und der hat uns eben das Geheimnis des Uiro erzählt, nämlich, dass es super auch im Winter ist, wenn man das 10 Sekunden in die Mikrowelle packt. Dann wird es warm und noch ein bisschen weicher und es ist auch super lecker. Warum machen wir das nicht? Dann machen wir das jetzt. Mach doch mit dem, weil wenn wir noch da ausprobieren, doch, wir sind dann nachher satt. Für 3 Tage satt. Ja, also irgendwie. So, ich gehe mal kurz aufwärmen. Ja, mach mal. Schmeckt nicht nach so viel, ne? Ja, wie? Können ein bisschen Zucker drüber streuen? Nee, ich finde es eigentlich süß. Es ist schon süßlich, ja. Es hat nicht diesen. Diese vordringliche Süße, wie das bei meinetwegen bei unserem Plätzchen ist, ja. Sondern, also ich finde, ich habe jetzt einen ganz süßen Mund, das heißt, es kommt nachher.
Ganz süß, naja, ist übertrieben. Schon, finde ich schon. Echt? Keine Ahnung, wenn mit Schokolade übergießen oder, oder in Zimt tunken. Mhm. Wie wär's mit Zimt und Zucker drauf oder Schokolade? Zimt und Zucker oder Schokolade? ja, würde wahrscheinlich auch gehen. So, ich habe das jetzt hier 20 Sekunden in die Mikrowelle getan. Heiß. Heiß, heiß, heiß. Mhm. Mhm. Klebt auch besser an den Zähnen. Ich finde jetzt gemerkt, geschmacksintensiver. Ja. Viel mehr. Weicher einfach. Mhm. Mhm. Und schmeckt noch mehr nach Milchreis. Ja. Hm? Genau. Also das, so schmeckt es noch besser, finde ich. Ja, finde ich auch. Es war wirklich eine Überraschung für mich. Dieser Tipp. Zu sehen, dass das weich, warm so, sich so verändert auch. Ja. Mhm. Viel geschmackvoller. Da kann man echt Zimt draufkippen. Mhm. Unser Arrangement Recipe mit Zimt. Mhm. Jetzt habt ihr wirklich so den traditionellen Standard. Das ist Uirovia seit hunderten von Jahren traditionell hergestellt. Und es kommt von Nagoya-Gegend oder ist es Japan allgemein also bekannt? Es gibt Gegenden, unterschiedliche Gegenden in Japan, wo Uiro traditionell hergestellt wird. Eine Gegend davon ist Nagoya. Mhm. Jetzt wurde uns aber das letzte Mal erzählt, dass das Uiro trotzdem da wirklich von Region zu Region recht unterschiedlich ist. Ah. Ich habe aber außerhalb von Nagoya noch nie Uiro probiert und deswegen habe ich keine Ahnung, wie unterschiedlich das ist. Und das andere, was ich jetzt hier mitgebracht habe, in Unmengen, ja. So hier und noch mehr. Das hier ist eine Kreation von einem Laden, der hat 360 Jahre Geschichte in Nagoya. Oh. Also quasi fast so lang, wie es Nagoya schon gibt. Mhm. Und die haben natürlich auch diese traditionellen Block Uiro, mhm. Aber die stellen seit, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hatte, 60 Jahren oder sowas mittlerweile, diese hier her. Mhm. Dass sie in dieses Papier eingepackt werden und dann gedämpft werden, also im Papier. Mhm. Aha. Und dass sie ganz, ganz viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen haben. Mhm. Saisonale Geschmäcker und außerdem experimentieren wirklich mit allem möglichen Zeug. Also die haben auch schon Curry-Uiro gemacht und Käse-Uiro. Ja, die Bots Reis-Uiro mit allen Geschmacksrichtungen. Richtig, mit allen Geschmacksrichtungen. Ah. Und ich habe dann jetzt einfach hier so eine Auswahl getroffen an Sachen, die ich halt interessant fand. Mhm. Zum Beispiel, mit was wollen wir denn anfangen? Das ist mit Matcha, glaube ich. Und was ist das für ein Papier? Ich gehe davon aus, dass das Washi ist, also so japanisches Papier. Mhm. Und wenn du das dann aufmachst, dann kannst du das sehen, dass es komplett die Form angenommen hat. Ah ja. Genau. Mhm. Und grüner Tee. Okay. Und am besten, du beißt einfach ab. Schmeckt schön nach Matcha-Tee. Ja? Mhm. Ja, sehr dezent. Mhm. Schmeckt wirklich sehr nach Matcha-Tee. Ne? Mhm. Das schmeckt gut. Und die Konsistenz ist aber auch wirklich ein bisschen anders als die. Ja, viel gelatinischer, ne? Ja. Ja. Ja, schmeckt gut. Jetzt noch die Frage, was passiert, wenn man das jetzt warm macht? Das wurde uns so nicht empfohlen und deswegen glaube ich nicht, dass es dafür gemacht wurde, warm gemacht zu werden. Viel haben wir hier dieses da. Das ist mit Süßkartoffel. Oh. Wir sehen, dass da hier auch Stückchen drin sind und dass es wunderschön gelb ist. Mhm. Aber ich finde, es schmeckt zwar süßlich, aber so nach Süßkartoffeln kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Die Süßkartoffel drin schmeckt sehr nach Süßkartoffel, aber das Jelly schmeckt nicht so nach Süßkartoffel. Mhm. Ja, stimmt, die Süßkartoffelstückchen sind sehr gut so. Ja. Insgesamt ein interessanter Geschmack. Mhm. Ja. Hm? Und es ist nicht so aufdringlich, es ist ganz zart süß. Mhm. Mir schmeckt das gut. Mhm. Sehr gut. Mhm.
besser als Matcha. Findest du? Ja. Mhm. Dann machen wir weiter mit einem, der hat ein bisschen Füllung. Und zwar Yuzu-Füllung. Yuzu-Creme-Füllung. Ah, oder das sowas. Ist diese Zitrone. Genau. Ah. Ich liebe das Zeug. Wenn ich die Option habe, irgendwas mit Yuzu, ich nehme alles mit Yuzu. Also, ja, Yuzu kann ich mir gut vorstellen. Ja. Mhm. Ah, sieht aber ganz normal weiß aus. Mhm. Der hat aber eine Füllung. Also musst du reinbeißen und gucken, dass du was von der Füllung kriegst. Mhm. Ist gut. Ja? Mhm. Sehr schön. Ist es säuerlich? Nee. Leider nicht. Also ich habe es mir jetzt gehofft, dass es noch ein bisschen aufdringlicher ist. Hm. Aber schon gut. Es kommt schon so ein bisschen genau. Das Steuerliche ja, von ja. Der Yuzu. Sehr gut. Ja. Aber ganz leicht. Mhm. Ne? Ich dachte auch, das hätte vielleicht ein bisschen mehr Bums. Doch, aber sehr gut. Mhm. Mhm. Doch, wir steigern uns. Ja, ja, ja. Doch, das ist sehr, sehr lecker. War gut, gell? Schön cremig. Sehr gut. Ne? Schön cremig. Das interessanterweise, die Konsistenz klebt jetzt nicht so wie die anderen. Finde ich jetzt ein bisschen besser sogar. Das stimmt, also irgendwas scheint da wirklich anders zu sein dran, gell? Mhm. Ich finde auch die Verpackung hübsch mit den Blümchen. Ja. Jedes hat so seinen eigenen ja. Design. Ja. Machen sie alles sehr schön. Ja, also, innen und außen auch unterschiedlich gemacht. Mhm. Schaut schon cool aus. Wir müssen ja noch so viel probieren. Es dürft noch so viel probieren. Ja, aber es ist so viel. Mamas Lieblingszeug. Kastanie. Yeah. Sehr gut. Genau. Ich glaube, das ist eines von den saisonalen Sachen, die es dann nur im Winter oder im Herbst gibt. Meins. So. Ah ja, da ist dann die ganze Kastanie drin. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ist das eine ganze Kastanie oder ist es so Creme? Also Kastanie. Oh, das ist cool. Das Beste bis jetzt. Ich sag ja, wir steigern. Sehr das lecker. Das hat den intensivsten Geschmack. Sehr schön. Ah ja, cremig. Sehr lecker. Sehr gut. Ja. Das Beste bis jetzt. Das ist echt gut, ja. Ja, ne? Aber weißt du, mit Kastanien kann man echt nichts falsch machen. Oder? Nee. Außer man nimmt zu wenig. Genau. Sehr gut. Sehr schön. Dann sind jetzt, glaube ich, nur noch zwei übrig. Und für das eine muss ich jetzt kurz was vorbereiten. Aha. Nämlich, halt mal bitte. Ja. Diese Dinger hier, die sind ganz weiß, also quasi so standardmäßig, ohne dass da jetzt viel Geschmack dazugesetzt ist. Aha. Das liegt daran, dass das Wallabi Uido ist und zwar nachempfunden von Wallabi Mochi. Wallabi Mochi ist so ein jellymäßiges Ding und da kommt dann das hier drauf. Mhm. Das ist Kinako. Kinako ist Sojabohnenmehl und außerdem diese süße Soße hier aus schwarzem Zucker. Aha. Also so ein Sirup quasi. Hatten wir letztes Jahr nicht irgend so ein fertiges Ich glaube, wir hatten sowas mit mal, ja. Mehl? Mit dem Mehl, ne? Genau. Wo man dann hustet. Wo man dann nicht einatmen. So. Und dann davon auch so ein bisschen. Nicht, das ist Spritz oder so, genau. Wie viel? Nur auch so ein. Es fällt eh gleich runter. Wie du siehst. Quasi wie ein Lava-Berg. Die Lava fließt runter. Das ist gleich schon okay so. Und das essen wir aber jetzt mit der Gabel, oder? Das Ding hat hier sogar ein Bambusspießchen dabei. Ah. Elli und ich, wir haben es das letzte Mal. Mit dem Messer geht alles besser. Elli und ich haben es das letzte Mal versucht, das mit dem Stäbchen zu teilen. Es geht schon irgendwie, aber nicht so wahnsinnig einfach. Mit dem Messer geht es besser. Interessant. Das kennst du schon.
Hier, ihr könnt das schon ruhig essen. Ich muss auch sagen, ich bin nicht so der Riesenfan von diesem Pulver. Pulver. Mhm. Doch, schmeckt gut. Das ist wegen dem Sirup ist es halt wesentlich. Deine Lippen sauber machen. Mhm. Wegen dem Sirup ist es wesentlich süßer als alles andere, oder? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das allerletzte. Und ich hoffe jetzt echt, das war das Richtige, das ich da gekauft habe. Okay. Ich habe nämlich, als wir das Programm gemacht haben, haben wir, das hier hat die Ellie probiert, also das, was ihr gerade jetzt probiert hattet. Und ich habe stattdessen eins probiert mit Darjeeling-Tee. Oh! Und das fand ich richtig gut, also so richtig überraschend gut. Mhm. Was schon dran riecht, das riecht so richtig nach Schwarztee. Ja. So schön blumig irgendwie. Mhm. Und sehr blumig. Ich war so richtig überrascht. Das hat mir echt gut geschmeckt. Mhm. Einfach weil es mal was ganz anderes ist, weil es halt auch nicht so ein japanischer Geschmack ist einfach. Na ja, gut, wenn die mit Curry experimentieren, das ist ja auch nicht unbedingt. Genau. Sehr gut. Schön angenehme Note. Okay. Ja. Also ich war so, so blumig. Du hast überrascht, wie gut das eigentlich ist. Das ist richtig blumig, da hast du recht. Ist Darjeeling so blumig? Nee, eigentlich nicht. Ich bin nicht so der Teetrinker. Aber mit dem Zucker halt. Mhm. Ja. Genau. Ja. Sehr lecker. Aber und welches war jetzt am besten? Ich würde sagen... Marone. Die Marone wird bei mir wahrscheinlich auf dem ersten Platz landen. Ja. Und dann die Süßkartoffel. Ja. Dann das Teil hier. Ja. Mhm. Das war auch interessant. Sehr lecker mit der, Malabi, mit der Soße Kinafo, und dem Pulver. Ja. Mhm. Aber ja, letztendlich sind die alle sehr gut gewesen. Also, ja. Tja. Aber es füllt. Ja. Ja. Genau. Aber es, wie gesagt, es ist eine nette Überraschung, weil es so viel Verschiedenes war. Mhm. Matcha, ah ja. Matcha. Natürlich habe ich jetzt da wirklich nur eine kleine Auswahl getroffen. Also zu jedem Zeitpunkt verkaufen die mindestens, keine Ahnung, 20 verschiedene Geschmacksrichtungen oder sowas. Mhm. Und wie teuer ist sowas? Und die sind günstig. Das, also günstig ist vielleicht das falsche Wort. So ein Euro pro Ding oder so? Ach ja, okay. Vielleicht. Ja, aber da könnte ich mich schon dran gewöhnen, so zum Tee. Besonders, so ein... weil du vorhin noch enttäuscht warst, als ich gesagt habe, dass da keine rote Bohnenpaste dran ist. Genau. Haben die auch mit rote Bohnenpaste? Nee. Wahrscheinlich ist das einfach zu gewöhnlich, sag ich mal. Mhm. Also japanische Verhältnisse. Ja. Dieser Laden hier, die haben eine Variante, wo quasi die rote Bohnenpaste schon direkt mit eingemischt ist, sodass die halt dann so nach roter Bohnenpaste schmecken, aber trotzdem nicht so die Konsistenz haben von der Paste. Was auch nicht schlecht ist. Also die ersten, also das einfach nur so ist mir zu wenig. Ich brauche ein bisschen Geschmack dazu. Ich muss sagen, ich stehe auf den Standardgeschmack. Ja? Also wir haben, wie gesagt, in diesem Laden hier gibt es halt 5 verschiedene Geschmacksrichtungen und die kaufe ich immer für meine Foodtour. Ah. Und da gibt es dann Matcha und eben rote Bohnenpaste und schwarzen Zucker und Sakura. Was und ist Sakura? Kirschblüte. Ah, und ich habe die alle probiert und ich muss sagen, so der Standardgeschmack, den mag ich eigentlich am liebsten. Mhm. Einfach so ganz. Sollen wir dir ein Päckchen Zimt mitschicken? Zimt habe ich selber. Die Japaner haben auch Zimt. Ich finde, das ist eine gute Idee mit Zimt. Ja, musst du mal sagen. ということで、ウイローはドイツ人に向けても OK です。とても美味しかった。この動画はここで終わりにします。楽しかったなら、ぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。